Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video aus Berlin. Ja, ich bin wieder in Deutschland und es ist auch höchste Zeit, wieder Meetings mit Klientinnen von mir zu machen, die mich bis jetzt nur im Internet gesehen haben. Ich freue mich, dass du da bist und ich möchte in diesem Video natürlich nicht nur theoretisch rumlabern, sondern dir auch praktisch zeigen, wie es in einer Psychotherapiesitzung oder auch in einer Supervision zugehen kann, nicht muss, natürlich nur aus meiner subjektiven Erfahrung heraus und auch meinen objektivierbaren Erfahrungsdaten heraus. Lang genug geredet, los geht's. Wenn ich hier sitze, bin ich in der Rolle der Therapeutin und wenn ich da sitze, bin ich in der Rolle der Klientin. Sie haben gesagt, Sie möchten mit mir darüber reden, ob Bezahlung einer Psychotherapeutin bedeutet, dass die Psychotherapeutin das wegen des Geldes macht primär und dann in nächster Instanz erst von Herzen. Oder wie haben Sie das letzte Mal am Ende der Stunde formuliert? Ja, das ist ein Thema, das ich habe, aber das andere Thema wäre eher, ich kann momentan überhaupt nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit so an bestimmte Szenen denken muss aus meiner Kindheit. Also die kommen so out of the blue. Ich habe da ewig nicht mehr dran gedacht und ich denke, dass das irgendwie wichtiger ist, obwohl Sie schon irgendwie auch einen Punkt getroffen haben. Also das steht schon auch zwischen jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also irgendwie irritiert mich das halt, der Gedanke, dass sie eigentlich ja gar nicht mit mir arbeiten möchten, sondern irgendwie ja müssen, weil sie halt diesen Beruf haben und jetzt darauf angewiesen sind, Klientinnen zu haben. Und ja, sie haben gesagt, sie könnten in der Zeit, wo sie mit mir arbeiten, jemand haben, der jetzt nicht auf Kasse kommt und wo sie mehr verdienen. Das ist schon klar, aber trotzdem machen sie es ja von Berufswegen und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welches Thema wichtiger ist, weil also das mit den Gedanken, wo ich nicht schlafen kann und so, ist mir ehrlich gesagt jetzt wichtiger in der Stunde, weil da brauche ich irgendwie was von Ihnen im Sinne von, da brauche ich so eine Erleichterung halt, also irgendwas, was ich tun kann. Okay, Sie bestimmen, worüber wir reden. Also Sie möchten heute eher das andere Thema angehen, weil es akut ist und aktuell gerade von Relevanz. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Traumatherapie ist so ein Ding. Ne? Wir machen ja eigentlich Traumatherapie, aber eben nicht konfrontativ, sondern immer wieder mal, wenn es da ist. Und jetzt ist es gerade da, ne? Jetzt ist es gerade da. Wollen Sie denn drüber reden? Ich weiß, wir haben schon drüber geredet, aber ich habe Ihnen auch schon mal erklärt, dass es wichtig ist, wieder und wieder diesem Thema Raum zu geben und das wie ein Film von außen anzuschauen. Wie ist denn das, wenn Sie diese Gedanken haben beim Einschlafen? Ist es dann wie von außen oder als Betroffene von innen her, also als Sie selber, wie Sie damals waren? Also so, als wäre ich noch in der Situation und als wäre ich noch in der Situation, genau. Und ich kann es mir jetzt momentan gar nicht herholen, weil irgendwas blockiert mich gerade. Und ich bin irgendwie gar nicht so unfroh. Also ein Teil von mir, sagen wir mal so, ist sauer auf mich, weil ich jetzt nicht drüber reden mag. Aber sie haben mir gesagt, ich soll reinen Wein einschenken und soll mir selber nichts vormachen. Also ein Teil ist sauer und der andere Teil von mir sagt halt, sag's jetzt, sonst geht's dir wieder schlecht. Und der dritte Teil sagt, ist doch scheißegal, wenn es dir schlecht geht. Irgendwie so ist es jetzt gerade, sieht sie mir aus und nee, ich mag nichts trinken, danke. Cut, meine Lieben, es kann ein Signal sein, dass die Klientin, Patientin sich schwer tut, überhaupt Hilfe von außen anzunehmen, jemand an sich ranzulassen, vertrauensvoll, wenn sie sogar das Glas Wasser ablehnt. Manche sind aber Selbstversorgerinnen und haben ihr Wasser schon dabei. Auf alle Fälle könnte das in diesem Zusammenhang
Indiz dafür sein, dass die Therapeutin sehr vorsichtig an das Thema und an die Klientin rangehen müsste und ja nicht zu sehr und zu schnell in die Thematik eintauchen, obwohl sich das die Klientin irgendwo ja wünscht. Und was du auch gehört hast, die Klientin hat Sorge, wieder Selbstsabotage zu betreiben, nämlich sich das gar nicht zu gönnen. Und das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht auch für dich in deiner Psychotherapie, sich gar nicht zu gönnen, einen Fortschritt zu machen, sich nicht zu gönnen, dass ich es rauskriege, dass es ihr endlich mal besser geht, dass sie besser mit ihren traumatischen vergangenen Erlebnissen umgehen kann. Irgendein Teil in ihr ist noch immer der Meinung, sie hat es nicht anders verdient. Und das ist eben die Krux an der Sache. Das ist das Problem. Das ist da, wo es extrem hakt und wo Psychotherapie dann tatsächlich jetzt erfolgsorientiert im Sinne der Heilung nur schleppend vorangeht und das Trauma ganz wegzuretuschieren wird nie gelingen. Trauma, Wunde, seelische Erschütterung, griechisch. Aber was du schon tun kannst, ist einen anderen Umgang damit zu pflegen. Das soll heißen, wenn das hier dein Trauma ist, machen wir mal kurz was Gestalttherapeutisches, wenn das hier jetzt dein Trauma symbolisiert, dann hast du es vielleicht vorher so auf der Brust liegen, ja, und dann durch die Psychotherapie kannst du es irgendwo hinräumen, wo es zwar noch da ist, aber nicht mehr sichtbar ist. Das wäre sozusagen, jetzt hole ich das Kissen wieder hervor, dass hier Ordnung herrscht, ne? Ordnung im Außen ist ganz wichtig, besonders wenn man innerlichen Chaos hat. Das kennst du vielleicht auch von dir, dass du gerne putzt und machst und tust, um sozusagen Struktur und Ordnung im Außen zu schaffen. Das wiederum gibt dir dann Struktur und Ordnung auch um wenig und Beruhigung im Innen. Aber zurück zu unserem Fall mit der Klientin. Ich tauche nochmal in die Sitzung ein und dann gucken wir, wie es weitergeht und ob sie sich denn auf ein Thema einigen können. Das kennst du bestimmt auch aus deiner Psychotherapie, dass dein Kopf fast explodiert vor lauter Themen und sitzt du dann deiner Therapeutin gegenüber, ist fast nichts da, beziehungsweise nicht mehr greifbar, weil du es nicht mehr spürst. Warum ist das so? Lassen wir mal die beiden drüber quatschen. Ich gehe jetzt wieder in die Rolle der Psychotherapeutin und dann in die Rolle der Klientin. Was ist denn jetzt eher für Sie da? Welches der Themen? Wir müssen da ja nichts überstürzen. Sie wissen ja, aus Gas zu steigen in der Psychotherapie wäre absolut kontraproduktiv. Haben wir ja schon mal gesprochen, ne, dass das wie eine Bergtour ist, wo man echt Schritt für Schritt motiviert sein muss, sonst geht man da nicht. Manchmal sogar steilere Strecken bergan und manchmal auch ohne den Gipfel das Ziel noch überhaupt vor Augen zu haben, was gerade mal durch eine Felswand verdeckt ist oder wie auch immer. Ne? Diese Felswand können ihre eigenen Gedanken, das was sie Selbstsabotage genannt haben, sein. Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig und irgendwie weiß ich überhaupt nicht, was ich will und was ich soll, habe ich so das Gefühl. Darf ich die Schuhe ausziehen? Danke. Nee, lieber nicht. Ich dachte gerade, ich hatte gerade den Impuls, ich möchte hier im Schneidersitz sitzen, aber jetzt doch nicht. Nee, da fühle ich mich dann zu nackt und zu bloß. Irgendwie glaube ich, dass das eine blöde Idee war, heute über das Trauma reden zu wollen, weil es schnürt mir schon wieder die Kehle zu und ich spüre es einfach nicht. Ich kann es jetzt gar nicht, ich könnte es jetzt erzählen, aber so, dass ich gar nichts spüre dabei, dass sie einfach nur hören, was da war, aber nicht, was ich empfunden habe. Und wenn ich aber selber zu Hause im Bett liege, dann empfinde ich das ja. Und das ist ja der Horrortrip, dass ich mich dann nicht schützen kann dagegen. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das Thema und reden wir über die Bezahlung, ob sie mir überhaupt glauben, dass ich es von Herzen mache, dass ich es aus Berufung mache, dass ich es ihretwegen mache. Naja, also natürlich glaube ich, dass ich ihnen nicht unsympathisch bin, weil wenn ich ihnen unsympathisch wäre, dann würden sie ja abgelehnt haben, nehme ich mal an. Aber für mich ist das Ding halt so, wenn ich jetzt privat irgendein Problem habe oder so, dann denke ich als erstes an sie. Und ich getraue mich aber nicht anzurufen, weil sie ja nicht meine Mutter sind oder so. Kat, meine Lieben, das ist eben oft das Problem, ne? Ein Psychotherapeut steht einem oft gefühlt näher als die Verwandten und dennoch kann man sich nicht privat jetzt an die Person so richtig wenden, ne? Beziehungsweise ist es oft Scham besetzt, ist da eine Grenze, die Psychotherapeutin will es auch gar nicht oder sie erlaubt dir ab und an eine Textnachricht zu schicken, reagiert dann aber nicht. Das ist auch ein Dauerbrenner hier auf diesem Kanal, worüber wir gerne immer wieder reden. Schreib gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Ich freue mich auf dich. Tschüss, bis gleich.